Fastenzeit, das ist für uns alle eine große Chance für einen Neustart. Wir dürfen neu anfangen mit Jesus und für Jesus. Der Aschermittwoch gibt uns diesen Startschuss. Als Jesus, der uns an den Start gehen lässt, sein eigenes öffentliches Auftreten begann, sagte er: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Was heißt das? Die Zeit ist erfüllt. Das bedeutet, es ist eine günstige Gelegenheit. Der Grieche sagt ein Kairos, um neue Akzente zu setzen. Dann, das Reich Gottes ist nahe. Jesus legt weniger ein politisches Regierungsprogramm vor. Ihm geht es um das Reich Gottes. Das heißt, er möchte uns Wege aufzeigen, wie wir in den Himmel kommen können. Deshalb zum Beispiel die Bergpredigt und darin die Seligpreisungen. Und dann die zwei entscheidenden Sätze: Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt um, macht eine Kehrtwende. Kehrt um zum Herrn und kehrt euch hin zu Jesus. Jesus ist immer bei uns, Jesus geht mit, ja, Jesus kommt aus der Zukunft auf uns zu. Und schließlich, glaubt an das Evangelium. Von Frère Roger, dem Gründer und Leiter der ökumenischen Gemeinschaft von Thésée, stammt der schöne Satz: Lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast, und wenn es noch zu wenig ist, aber lebe es. Ich wünsche uns allen viel, viel Kraft, den Rückenwind des Heiligen Geistes für diesen Neustart der Umkehr, Hinkehr zu Jesus. Und dann suchen Sie sich bitte einen kleinen Vers, einen Satz aus dem Evangelium heraus und leben Sie ihn. Lebt das Evangelium und das, was ihr davon verstanden habt. Und wenn es noch so wenig ist, aber lebt es.